Wir sind heute hier in Sprockhövel in der IG Metall Bildungsstätte und heute hat die Tarifkommission stattgefunden. Heute haben in ganz Deutschland alle Tarifkommissionen von der IG Metall stattgefunden, zeitgleich, um zeitgleich die Forderungen in den einzelnen Bezirken aufzustellen für die diesjährige Tarifrunde. Unser Wunsch ist es eigentlich, den aktuellen wirtschaftlichen Lage entsprechend eine Forderung aufzustellen, was auch bei den Kolleginnen und Kollegen ankommt und dass auch das Geld fürs Konsum ausgeben können. Weil wir jedes Jahr Produktivitätssteigerungen zu verzeichnen haben, weil wir ein Stück vom Kuchen haben möchten und weil wir eben entsprechend auch beteiligt werden möchten an diesem Wirtschaftswachstum. Und mit einem möglichst guten Ergebnis würden wir dann den Konsum stärken in Deutschland und damit auch für Wirtschaftswachstum sorgen. Wir haben eine Forderung für die Entgelte und für die Azubis-Vergütung von 5,5% aufgestellt. Die Forderung von 5,5%, die liegt relativ gut in der Mitte. Wir hatten im Vorfeld ja relativ breite Diskussionen von Betrieben, denen es wirtschaftlich sehr gut geht, bis hin zu Betrieben, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Und ich denke, da ist eine Forderung in der Mitte ziemlich gut. Für junge Menschen bedeutet das, dass sie 5,5% hoffentlich mehr Lohn bekommen und sich besser auf ihre Zukunft vorbereiten können, eine Zukunft planen können. Weil auch die Kosten der Azubis einfach mehr steigen und auch die Azubis sich mittlerweile selber viel mehr darum kümmern müssen, irgendwann mal eine gescheite Rente zu haben oder auch sich irgendwie mal selber eine Zukunft absichern zu können. Und das geht halt nur heutzutage über mehr Geld. Ja, jeder Einzelne kann natürlich dafür tun, dass er sich möglichst aktiv an allen Aktionen wie Warnstreiks, Verhandlungssituationen beteiligt und dahin fährt und einfach laut ist und seine Stimme zeigt. Die Forderung macht ja von sich auch schon Werbung für sich. 5,5%, das ist schon was. Und jeder, der eben auch hier Mitglied ist, kann dafür sorgen, dass auch ein zusätzlicher Kollege IG Metall Mitglied wird, dass wir stark genug sind, um diese Forderung auch durchzusetzen. Ja, plus für uns, plus für alle, gerade für die junge Generation ganz wichtig, dass für die immer schwerer sein wird, später mit der Rente zu leben.